Es ist wieder soweit, das Jahn-Studio öffnet wieder seine Pforten. Damit herzlich willkommen zur ersten Ausgabe im neuen Jahr 2014. Und da müssen wir erstmal die Deko aktualisieren. Neuer Kalender, Franck Ribéry ist raus. Und der neue Rosenkalender ist da. Und wie sich der neue Jahn im neuen Jahr präsentiert, darüber möchten wir heute im Jahn-Studio reden mit dem sportlichen Leiter. Freuen wir sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Christian Keller. Schönen guten Tag. Hallo. Bitte nehmen Sie Platz. Herr Keller, die Winterpause, ist das für einen sportlichen Leiter die anstrengendste Zeit im Jahr? Sollte so sein. Ja. Im Jahr ist es, glaube ich, daueranstrengend. Also insofern habe ich keinen Unterschied gespürt. Ja. Der letzte Test war diese Woche auch. Wie sind Sie allgemein mit den Testspielen zufrieden bisher? Naja, also ich sag mal, die Ergebnisse sind in der Vorbereitung ja immer ein Stück weit zweitrangig. Letzten Endes, wenn wir mal den Blick auf die ganze Vorbereitung richten, dann haben, glaube ich, die Spieler, die gesund waren, sehr gut gearbeitet, sehr konzentriert. Leider waren zu wenige Spieler gesund, sodass wir mit Sicherheit nicht ganz zufrieden sind mit der Vorbereitung, aber trotzdem mit einem soliden Gefühl jetzt ins erste Spiel am Samstag gehen. Ne? Reden wir kurz über Ihren Arbeitsbereich. Einer ist gekommen, einer ist gegangen. Slatko Muhovic kommt von einem direkten Konkurrenten, hat also gut wie nie gespielt. Ist das wirklich ein Mann, der einem weiterhilft? Also wir denken, dass er uns sehr weiterhelfen wird. Und ich hatte es schon immer gesagt, wir schauen vor allen Dingen bei den Neuverpflichtungen, die wir jetzt in dieser Saison noch tätigen oder getätigt haben, schon auf die nächste Saison. Und wir wollten einen Spieler, der offensiv sehr flexibel einsetzbar ist. Wir spielen ja meistens im 4-2-3-1-System und da sollte in der offensiven Dreierreihe haben wir einen Spieler gesucht, der da alles spielen kann. Das kann der Muhovic. Er ist vor allen Dingen natürlich ein Spielmacher, aber er kann auch links oder rechts spielen und so, dass wir denken, dass er uns weiterhelfen wird. Er braucht noch ein bisschen Zeit, weil er natürlich wenig gespielt hat im letzten halben Jahr und dementsprechend auch nicht jetzt bei 100% seines Leistungsvermögens ist. Anastasopoulos, bei wie viel Prozent seines Leistungsvermögens war der beim Jahn? Naja, also ich glaube, auch da muss man sagen, dass, oder zunächst mal lobend erwähnen, dass der Spieler sich hier sehr, sehr gut verhalten hat. Er war top in die Mannschaft integriert, hat innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr gutes Deutsch gesprochen. Leistungsmäßig hat er uns in der Vorbereitung sehr überzeugt. Ich glaube, nicht nur uns, sondern auch die Jahn-Fans, die die Sommervorbereitung verfolgt hatten. Dann hat er direkt zu Saisonbeginn eine Verletzung gehabt und kam eigentlich danach nie wieder wirklich auf die Beine. Warum auch immer, wir haben vieles probiert, es hat nicht geklappt. Letzten Endes war es jetzt so, dass er vergangenen Samstag, also tatsächlich erst ganz, ganz kurzfristig zu mir gekommen ist und aus familiären Gründen um Vertragsauflösung gebeten hat. Die familiären Gründe waren so weitreichend, dass ich dem dann auch stattgegeben habe. Natürlich haben da aber auch, und das darf man nicht verhehlen, sportliche Gründe mit reingespielt. Also war nicht ganz unzufrieden, also dass er gekommen ist? Er war sehr unzufrieden mit seiner persönlichen Situation. Ich habe grundsätzlich die Meinung, wenn ich einen Spieler hole, dann hole ich ihn für den Vertragszeitraum. Der Spieler hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, hatte noch Vertrag bis Sommer. So lange hätte er auch hier gespielt, wenn es nach mir gegangen wäre. Er wollte das nicht mehr und dann habe ich dem Wunsch entsprochen. Kurze Frage noch, passiert noch was bis zum 31.? Also Stand heute nicht. Okay, soviel zum Tagesgeschäft. Wir wollen jetzt ein bisschen den Blick in die Zukunft zu richten. Und da versucht sich der Jahn so ein bisschen ein neues Image zu geben. Wir von TVA haben dazu ein paar Filme gemacht. Den ersten wollen wir Ihnen jetzt zeigen. Ostbayern, zwischen Altmühl und Arber. Eine der schönsten Regionen Deutschlands. Und eine der erfolgreichsten Regionen Deutschlands. Eine Region unglaublicher Vielfalt. Eine gleichermaßen ambitionierte wie bodenständige und glaubwürdige Region. Einfach unverkennbar ostbayerisch. Neben weltbekannten Bauwerken wie der Walhalla prägt vor allem die mittelalterliche Stadt Regensburg das Gesicht Ostbayerns. Die Heimat des SSV Jahn Regensburg. Nach einer schwierigen Vergangenheit will der Jahn in Zukunft Botschafter, Sinnbild und Katalysator Ostbayerns sein. Denn der Jahn ist wie Ostbayern. Bodenständig, ambitioniert, glaubwürdig. Einfach, unverkennbar, ostbayerisch. Und die Menschen in Ostbayern sollen wieder stolz auf ihren Jahn sein können. Denn das ist ihr Verein. Wir sind alle aus der Region. Wenn wir für den Jahn spielen, dann spielen wir für die ganze Region, Oberpfalz und Niederbayern. Wir müssen in Vorleistung gehen, damit die Menschen wieder an den Jahn glauben. Weil mittelfristig gibt es nur ein Ziel. Zweite Liga. Ambition, Bodenständigkeit und Glaubwürdigkeit. Dafür stehen wir, dafür steht der Jahn. Wir wollen Perspektive bieten. Wir sind der Club für Ostbayern. Die besten Talente aus Regensburg, der Oberpfalz und Niederbayern sollen beim Jahn spielen. Wir wollen, dass die Menschen stolz auf den Jahn sind. Dafür arbeiten wir jeden Tag.
Der Jan ist ambitioniert. Wir wollen mal alle Fußballprofis werden. Ich will später mal für die Erste vom Jan spielen. Mein Vorbild ist Olli Hein. Einmal in einem Jan-Stadion zu spielen, ist ein Traum. Unsere Trainer sagen immer, wir sollen unseren Traum lieben, dann wird es schon klappen. Wir freuen uns alle wahnsinnig auf das neue Stadion. Das treibt uns jeden Tag an. Das Bild, das noch immer in vielen Köpfen über den Jan besteht, das stimmt nicht mehr. Der Jan ist heute ein verlässlicher Partner. Wir wollen in unserem Bereich die Vergangenheit vergessen machen. So denkt bei uns jeder. Der Jan ist bodenständig. Aus wenig viel zu machen, ist unsere Devise. Ich bin wahnsinnig stolz, für den SSV Jan arbeiten zu dürfen, da ich mich nicht nur als Mitarbeiter sehe, sondern auch seit einer halben Ewigkeit Fan von diesem Verein bin. Ich bin Stadionsprecher der U23 und außerdem schreibe ich Texte für die Homepage und die Stadionzeitung. Ich helfe immer gerne, wo ich kann, weil es einfach Spaß macht, beim Jan zu sein. Alle halten zusammen und bringen den Verein nach vorne. Der Jan ist glaubwürdig. Der SSV Jahren zeichnet sich nicht nur durchs Fußballspielen aus, sondern macht mittlerweile auch wahnsinnig viel für gehandicapte Menschen in Regensburg und zeigen großes soziales Engagement. Und wenn wir zusammen mit dem Jan die Kinderaugen zum Leuchten bringen können, ist das für uns alle eine ganz tolle Sache. Ich bin seit meinem 6. Lebensjahr beim Jan. Früher war ich Jugendspieler, heute organisiere ich die Nachwuchsabteilung. Ich trage den Jan im Herzen, der Jan ist für mich ein Stück Lebensinhalt. Der Jan ist unverkennbar ostbayerisch. Der Jan ist unser Verein. Das war schon immer so und wird auch immer so sein. Und wenn dann unsere eigenen Jungs für den Jan auflaufen, dann macht uns das unglaublich stolz. Für diesen Club kann man durchs Feuer gehen. Wir sind auf einem guten Weg. Wir vom Turmfunk sind natürlich bei jedem Spiel mit dabei, denn wir wollen die Fans vom Jan in Ostbayern informieren. Weil die ganze Region, ganz Ostbayern, die brauchen den Jan. Weil der Jan ist Ostbayern und Ostbayern ist der Jan. Christian Keller, wir haben beide gemeinsam nicht aus Ostbayern zu sein. Wie sind Sie denn auf den Spruch gekommen, mir spulen für euch? Naja, ich habe mittlerweile schon ein bisschen bayerisch gelernt. Und der Spruch oder der Markenslogan, der ist natürlich an die Markenvision angelehnt. Und wir haben uns gefragt, zum einen mal, woher kommt der Jan? Da sind wir auf nicht allzu viel Positives gestoßen, zumindest nicht in der jüngeren Vergangenheit. Und wir wissen natürlich auch, dass dieses Bild vom Jan immer noch in den Köpfen der Menschen drin ist. Also dass da wahnsinnig viel verbrannte Erde hinterlassen wurde. Und das Vertrauen und Glaubwürdigkeit vom Jan, ja, ich glaube, das kann man so sagen, über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte hinweg mit Füßen getreten wurde. Und dann haben wir uns gefragt, wie können wir das beheben, diesen Schaden? Das geht A, mal nicht von heute auf morgen und B, geht es nur, wenn man einen klaren Plan hat, wie man wieder zurück zu den Menschen kommt, wieder in die Mitte der Gesellschaft rücken kann, weil da wollen wir hin. Und da war die Idee zu sagen, wir haben als Fußballclub eine wahnsinnige mediale Präsenz. Es gibt außer dem Jan keine andere Institution in Ostbayern, die eine vergleichbare mediale Präsenz hat, sei es in TV, Hörfunk oder auch Presse. So dass wir Regensburg und die gesamte Region Ostbayern nach außen tragen und das eine entsprechend große Verantwortung ist. Also wir sind heute schon Botschafter und die Vision ist, diese Botschafterrolle entsprechend auszufüllen. Für die Region zu spielen, die Region nach außen zu tragen und den Boomstandort Regensburg, den Boomstandort Ostbayern entsprechend dann noch würdig über den Jan zu repräsentieren. Und deshalb die klare Botschaft, wir spielen nicht für den Jan, wir spielen für euch Regensburg, wir spielen für euch Ostbayern. Ne? Sie haben sich dann so Begriffe gegeben wie bodenständig, ambitioniert, glaubwürdig. Das sind schöne Begriffe. Ist das Entscheidende, inwieweit man sich jetzt in der Zukunft mit Leben füllt? Also ich glaube, es fängt alles damit an, dass man sich überhaupt mal überlegt, wie möchte man sein. Und wir haben uns diese drei Attribute jetzt auf die Fahne geschrieben, weil das sind auch genau die Begriffe, man sah es ja schön im Film, für die diese Region hier steht und die diese Region so erfolgreich machen. Auf der anderen Seite haben Sie total recht. Ja. Auf dem Papier steht es dann auch schnell mal. Ja. Und dann muss man es leben in allen Bereichen. Das heißt für einen Jan im Bereich der kaufmännischen Verwaltung, aber natürlich vor allen Dingen auch im sportlichen Bereich. Ja. Okay. Das nächste große Thema ist, Sie wollen verstärkt auf die eigene Jugend setzen im Verein. Sie haben ein Nachwuchskonzept entwickelt und auch das haben wir filmerisch umgesetzt. Der SSV Jahn im Jahr 2014. Eine neue Clubphilosophie, klare Ziele und ein dazu passendes Ausbildungskonzept. Als einer der wichtigsten Standortbotschafter Ostbayerns gibt sich der Jan ein regionales Gesicht. Möglichst viele Spieler der Profimannschaft sollen zukünftig aus dem eigenen Nachwuchs stammen.
Bereits zur Saison 2013-14 wurde ein systematischer Umbau des Kaders auf den Weg gebracht. Rund 40% der aktuellen Profimannschaft stammen aus dem eigenen Nachwuchs. Perspektivisch soll die Quote auf mindestens 50% steigen. Der eigene Nachwuchs zum Fundament des sportlichen Erfolgs werden. Bereits im Nachwuchsbereich gilt es sich daher, mit den Besten zu messen. Mittelfristig sollen alle Nachwuchsmannschaften des SSV Jahn in den höchsten Spielklassen platziert werden. Mannschaftlicher Erfolg kann nur gelingen, wenn alle Räder ineinander greifen. Die gezielte Förderung und Weiterentwicklung jedes einzelnen Spielers steht folglich über allem. Je besser die einzelnen Spieler, desto höher die Aussichten auf sportlichen Erfolg. Als Leitfaden zur Realisierung der Ausbildungsziele dient ein dreisäuliges, schriftlich fixiertes Ausbildungskonzept. Neben der fußballerischen Ausbildung stehen die Entwicklung der Sozial- und Selbstkompetenz sowie die Förderung des schulisch-beruflichen Werdegangs im Blickfeld. Von der U9 bis zur U19 wird beim Jahn zukünftig in allen Nachwuchsteams nach einer einheitlichen Spielidee agiert. Spielsysteme und Spielprinzipien sind für alle Mannschaften verbindlich vorgeschrieben. Von den ganz Kleinen bis zu jenen, die in der U23 vor dem letzten Schritt zu den Profis stehen, alle werden sie nach einer modernen, ballorientierten Fußballphilosophie ausgebildet. Grundlage der fußballerischen Ausbildung ist die tägliche Trainingsarbeit. Bei der U11 kommt es darauf an, dass man den Jungs individual taktische und technische Dinge mit auf den Weg gibt. Sie sollen Fußball einfach von der Pike auf lernen. Und eins der Zauberwörter ist einfach, ihnen Erfolgserlebnisse mit auf den Weg zu geben. Alters- und entwicklungsgerecht werden die technischen, taktischen und konditionellen Fertigkeiten vermittelt, die Anforderungen systematisch gesteigert. Ja, also im Aufbaubereich ist es auch ganz wichtig, dass im taktischen und technischen Bereich viel gearbeitet wird, hier auch die Fertigkeiten ausgebaut werden und dann durch zunehmenden Raum, Zeit, Gegnerdruck und so weiter dann auch das Ganze stabilisiert wird. Die konditionelle Komponente ist natürlich sehr wichtig, die kommt dazu, Konditionsarbeit auch im fußballspezifischen Schnelligkeitstraining, Koordinationstraining ist dann sehr elementar. Zur Dokumentation der Trainingsinhalte und Leistungen dient eine Datenbank. Die Leistungsentwicklung jedes einzelnen Spielers wird auf diese Weise objektiv und transparent dokumentiert. Gezielte Fördermaßnahmen werden möglich. In der U19 ist der Weg auch klar vorgegeben. Übergeordnet geht es jetzt natürlich einfach mal darum, die Spieler für die Anforderungen im Herrenbereich vorzubereiten, ihnen somit dann natürlich dann auch den Sprung zu erleichtern. Von der Trainingsarbeit geht es inhaltlich darum, dass man bei den Spielern das bisher Erlernte auf höchstem Niveau optimiert und auch positionsspezifisch die Spieler im besten Falle perfektioniert. Basis für den sportlichen Erfolg einer Jahn-Mannschaft ist ihr Charakter. Jahn-Mannschaften sind ambitioniert, sie haben Siegermentalität und lieben Fußball. Jahn-Mannschaften sind bodenständig. Die Spieler zeigen Demut und demonstrieren Respekt. Und Jahn-Mannschaften sind glaubwürdig. Sie übernehmen Verantwortung und haben Vertrauen in ihre eigene Stärke. Die dritte Säule des Ausbildungskonzepts hat die schulisch-berufliche Ausbildung der Jahn-Junioren zum Gegenstand. Ja, wir können den Jungs natürlich nicht Mathe, Deutsch und Englisch beibringen, aber gerade eben während der Pubertät können wir denen immer wieder klar machen, dass es falsch wäre, einfach alles auf die Karte Fußball zu setzen. Ich bin Lehrer und somit wie viele andere Trainer beim Jahn auch im pädagogischen Bereich tätig. Insofern denke ich, ist es ja ganz naheliegend, dass es mein Anliegen ist, nicht nur gute Fußballer auszubilden, sondern eben auch Persönlichkeiten und die menschliche Komponente nicht außen vor zu lassen. Wir versuchen dem Gegner unser Spielsystem aufzudrängen. Bei Ballverlust versuchen wir, möglichst schnell alle hinter den Ball zu kommen und versuchen, das Spiel nicht breit zu behalten, wie in der Öffnung, sondern eng zu machen, das Ganze. Spiel auf Augenhöhe entscheidet nicht immer die Qualität von der Mannschaft, sondern auch die Mentalität von der Mannschaft. Da muss ich aber immer da sein, dazu muss ich immer bereit sein. Ja, wenn ich nicht bereit bin, alles zu investieren, dann kriege ich auch nicht alles. Ja, dann komme ich nicht mal annähernd dahin. Ja, das gilt in der Schule, das gilt irgendwann im Berufsleben, das gilt im Sport. Ja, wer nicht alles gibt, hat keine Chance, was zu bekommen. Ich erwarte heute einen ambitionierten Auftritt. Und ambitioniert ist nicht, dass ich jetzt rausgehe und sage, hey, ich habe einen Zehner am Bugel um, ich spiele beim Jahn hinter die Spitzen. Das ist ein Scheißtrick. Ambitioniert heißt ganz was anderes.
Ambitioniert heißt, den Ehrgeiz zu haben, auch wirklich was zu erreichen. Ich brauche einen bodenständigen Spieler. Ich brauche einen Spieler, der bereit ist, Gras zu fressen und da draußen zu ackern und 90 Minuten wirklich alles zu geben. Weil du musst dich irgendwann einmal im Spiegel anschauen. Und du musst dich selber mal hinterfragen, war ich bereit, alles zu geben und habe ich alles gegeben? Yes, Bündnis! Christian Keller, war so ein Nachwuchskonzept für einen Verein wie den SSV Jahn eigentlich überfällig? Also ich habe grundsätzlich die Meinung, dass ich mich mit dem, was in der Vergangenheit war, nur eingeschränkt beschäftigen möchte und auch... Andersrum gefragt, waren Sie überrascht, dass es sowas noch nicht gibt, als Sie hergekommen sind? Nein, weil dann hätte ich beim Jahn über vieles überrascht sein müssen. Ja. Natürlich kann man sagen, das ist überfällig. Auf der anderen Seite ist es auch egal, ob es überfällig war. Letztendlich müssen wir es jetzt mal angehen und das tun wir jetzt. Und das passt dann natürlich auch wieder in den Gesamtkontext. Marke Jahn Regensburg, Botschafter Ostbayerns sein, ambitioniert, glaubwürdig, bodenständig sein. Und das heißt unweigerlich für uns auch, dass wir sagen müssen, der eigene Nachwuchs wird das Fundament des zukünftigen sportlichen Erfolges. Das klingt jetzt sehr umfangreich, was wir da alles gesehen haben von unterschiedlichsten Aspekten. Wie lange hat das gedauert zu entwickeln? Seit wann sind Sie da dran? Also wir machen das seit Herbst. Mehr oder weniger nachdem die Sommertransferperiode vorbei war, haben wir uns dann eben zum ersten Mal konzeptionell mit dem Jahn auseinandergesetzt. Und es wäre mit Sicherheit auch falsch zu sagen, jetzt ist schon alles fertig. Ja? Also wir haben sehr vieles ausgearbeitet, sehr vieles angestoßen. In Bezug auf dieses Ausbildungskonzept ist alles da. Tatsächlich voll zum Leben erweckt werden soll das dann zur Saison 14-15. Jetzt in der Rückrunde ist mehr oder weniger so eine Art Testlauf. Ja? Okay. Wie lange wird das dauern? Es ist auch angesprochen worden, dass alle Nachwuchsmannschaften in den höchstmöglichen Ligen spielen sollen. Klar, ist auch immer Jugend nicht planbar Erfolg, aber was schwebt Ihnen vor? Also grundsätzlich, glaube ich, ist ein Zeitraum, in dem man denken muss im Nachwuchsbereich, 5 bis 7 Jahre, bis man tatsächlich mal die Früchte der Arbeit trägt. Weil wenn man bei den Kleinen anfängt, ich nehme jetzt mal den U12, U13-Bereich ja, und will die dann irgendwann hochbringen, dann geht es halt eben genau diesen Zeitraum. Ja. Und so lange geht es aber grundsätzlich auch, bis man, glaube ich, insgesamt mal ein Fundament geschaffen hat, was dann tragfähig ist. Ich glaube aber, dass es durchaus möglich ist, dass man mit einzelnen Mannschaften auch schon davor in den höchsten Spielklassen agierte. Über Nachwuchs, das Nachwuchskonzept reden wir gleich nach einer kurzen Pause noch mal weiter. Ganz kurze Pause, Werbung und dann sind wir wieder da. Zurück im Jahn-Studio mit Christian Keller. Wir haben vor der Pause gesehen, Herr Keller, der Jahn will verstärkt auf den Nachwuchs setzen. Ist das jetzt eine besonders intelligente Idee oder der finanziellen Situation geschuldet? Ja, sowohl als auch. Also am Anfang steht die Überzeugung, ja, dass wenn wir zurück in die Mitte der Gesellschaft wollen, Botschafter für Ostbayern sein wollen, dann müssen auch Jungs von hier auf dem Platz stehen. Ja. Und wir haben das ja im Sommer schon vorangetrieben. Ich erinnere nur mal daran, dass Trettenbach, Güntner einen Vertrag gekriegt haben, als Profis erstmals, dass Schmid und Smarzuch noch mal einen Vertrag bekommen haben, dass wir ohnehin mit Hain, Nachreiner, Wiegers und so weiter schon eigene hatten. Dafür sind wir kritisiert worden auch. Ja. Im Nachhinein wird die Kritik jetzt leiser. Es ist trotzdem so, dass der Weg so natürlich schwerer ist, wenn man gestandene Spieler holt. Aber für gestandene Spieler haben wir zumindest momentan noch nicht die finanziellen Mittel. Und selbst wenn wir sie mal irgendwann haben sollten, bin ich trotzdem der Meinung, dass es richtig ist, dass ein gewisser Anteil dieser Mannschaft, und das ist in unserem Sportkonzept auch festgeschrieben, wie groß dieser Anteil sein soll, aus den eigenen Reihen stammt. Und da gibt es große Beispiele. Ich nenne mal den FC Barcelona. Die machen das seit Jahrzehnten. Und im Laufe der Zeit hat der Erfolg diesen Clubs auch recht gegeben. Ne? Ist es trotzdem auch schwierig, wenn im Umkreis von 100 Kilometern sind zwei Münchner Vereine, ist Ingolstadt, ist Greuther Fürth, ist Nürnberg. Ist es da nicht auch schon unglaublich schwierig, sich da im Nachwuchsbereich zu behaupten? Es ist nicht einfach. Auf der anderen Seite sind wir doch so ein bisschen Monopolist hier in Ostbayern. Weil, so wie Sie gerade gesagt haben, die anderen Clubs sind ja erstmal 100 Kilometer weg. Und in der Oberpfalz und in Niederbayern, da gibt es jetzt außer dem Jahr nicht so viel Profifußball. Sodass es da relativ viele talentierte Spieler gibt. Und die gilt es für uns A zu finden und B dann für uns zu gewinnen und dann auch zu binden. Die Spieler sind das andere sind sozusagen die infrastrukturellen Maßnahmen. Und auch da hat der Jahn Visionen entwickelt. Unter dem Projekttitel Jahnschmiede soll das alte marode Trainingsgelände am Kaulbachweg in mehreren Ausbaustufen zu einem modernen Nachwuchsleistungszentrum umgebaut und erweitert werden. Dies soll in 3 Bauphasen verteilt über mehrere Jahre Stück für Stück umgesetzt werden.
Bauphase 1 hat die Sanierung und Erneuerung der Fußballplätze zum Inhalt. Im ersten Schritt soll auf dem derzeitigen Platz 3 ein moderner Kunstrasen der ersten Generation samt Flutlichtanlage und vollständiger Platzumzäumung entstehen. In der zweiten Bauphase soll der Neubau eines zeitgemäßen Funktionsgebäudes direkt an der Auffahrt zum Kaulbachweg realisiert werden. Auf insgesamt 1800 Quadratmeter Nutzfläche deckt das zweistöckige Gebäude alle Anforderungen des DFB und der DFL an ein professionelles Nachwuchsleistungszentrum ab. In Phase 3 soll ein Internat für die Jahntalente ab dem 16. Lebensjahr entstehen. Das Internat beheimatet insgesamt 16 Schlaf- bzw. Wohnzimmer, je einen Lern-, Aufenthalts- und Essensraum sowie eine Gaststätte. Daran angeschlossen ist eine 350 Quadratmeter große Kleinfeldhalle vorgesehen. Okay, drei Phasen sind jetzt hier angesprochen. Von was für einem Zeitrahmen reden wir da? Also das Ganze ist natürlich sehr ambitioniert an sich schon mal als Projekt. Auf der anderen Seite, glaube ich, muss man sich auch Ziele setzen, weil nur dann hat man was, das einen antreibt. Zeitraum wäre so für Phase 1, also die Kernerneuerung der Plätze, weil wir spielen wirklich auf Wiesen und nicht auf Fußballplätzen teilweise. Das sollte mal bis Ende 2015 abgeschlossen sein. Dann diese Idee, ein neues Funktionsgebäude zu bauen, in dem wirklich mal vernünftige Kabinen sind, in dem vielleicht auch ein Fitnessraum ist, ein Besprechungsraum, also alles normale Dinge. Also eigentlich die Grundausstattung für normalen Drittligisten, oder? Die der Jan aber so nicht hat, wo uns teilweise auch hier die umliegenden kleineren Vereine massiv überlegen sind, weil die da vorausschauender waren als der Jan und vieles auch besser gemacht haben, das muss man so ehrlich sagen. Das sollte bis 2017 beendet sein, wenn wir denn die entsprechenden Mittel haben. Und die dritte Stufe wäre natürlich ein Traum, Internat und Kleinfeldhalle. Da haben wir uns mal jetzt den Zeitraum bis Ende 2019 gesetzt. Entscheidende Frage, wer soll das alles bezahlen? Ich freue mich, dass Sie mich nicht gefragt haben, was es kostet. Nein, das wäre dann die nächste gewesen. Also wir haben es mal hochgerechnet, dass die Pläne sind fertig. Wir könnten Bauanträge oder Baugenehmigungen und Geld unterstellt eigentlich morgen anfangen. Das ganze Ding, alle drei Phasen zusammen, wird im Moment auf 6,8 Millionen beziffert. Das im Vergleich zum Stadion ein Klacks, ne? Dazu ein Klacks, ja. Aber trotzdem für ein Jahr wahnsinnig viel Geld. Ja. Das können wir natürlich nicht aus dem laufenden Cashflow heraus im Moment generieren und diese Investition tragen. Deshalb wollen wir jetzt mit dieser Idee hausieren gehen und entsprechend Unterstützer dafür finden. Und dann werden wir sehen, welche der Phasen wir realisieren können und bis wann wir welche realisieren können. Der Auftakt ist sozusagen heute Abend, da ist der Neujahrsempfang des SSV Jahn. Da wurden viele Unternehmen eingeladen. Ist das so der Startpunkt zu sagen, so, das mal vorzustellen? Was glauben Sie, gibt es da dann schon erste positive Signale? Also ich erwarte mir von dem Neujahrsempfang überhaupt nicht. Und so ist er auch nicht ausgerichtet, dass wir heute Abend eine Idee verkaufen oder den zukünftigen Jahren verkaufen. Wir möchten informieren und möchten den Leuten zeigen, dass sich der Jan Gedanken macht, dass er für Ostbayern spielen will, getreu seines Moses, wir spielen für euch. Und dann hoffe ich natürlich, dass die Botschaft hängen bleibt und dass im Nachgang die eine oder andere Türe aufgehen wird. Also die Leute müssen noch nicht gleich heute Abend das Scheckbuch rausholen. Nein, heute Abend sind sie der Gast des Jahres und werden entsprechend bewirtet und ich hoffe auch gut. Herr Keller, wenn man diese ganzen Pläne ansieht, das war es glaube ich bis 2020, Sie planen länger beim Jahr zu sein, oder? Sonst wirft man doch sowas nicht an. Ich versuche eigentlich, egal was ich mache, relativ ganzheitlich zu denken und langfristig tragbare Lösungen anzustreben. Also da gibt es ja dieses Modewort nachhaltig. Und ich glaube, nur das bringt dem Jan was. Schön wäre es natürlich auch, wenn der Jan Personellkontinuität aufweisen könnte in vielen Positionen. Jetzt ganz konkret auf mich. Ich habe bis 2016 Vertrag und da muss man schauen. Aber in drei Jahren kann man viel anstoßen. Ne? Eine Kontinuität würde dem Jan nicht schaden. Herr Keller, vielen Dank und viel Erfolg mit diesen Ideen und Plänen. Danke für den Besuch. Ja. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat Sie auch interessiert. Nächste Woche gibt es wieder ein ganz normales Jahnstudio. Bis dahin, noch wieder schauen.